Unsere Gruppe, die derzeit rund 220 Abgeordnete zählt, fühlt sich bestätigt durch das Votum der Akademien der Wissenschaft, durch die Mehrheitsempfehlung des Deutschen Ethikrates, durch das Memorandum der Bundesärztekammer und durch viele Zuschriften von Paaren in schweren Konflikten. Wir haben die Ergebnisse der Anhörung in einige Änderungsanträge umgesetzt. Wir haben Definitionen geschärft und den Entwurf rechtssicher gemacht. Wir legen Ihnen unseren Entwurf für eine begrenzte Zulassung der PED ans Herz, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir glauben, damit Menschen mit schwerwiegenden Erberkrankungen oder der Gefahr einer Tod- oder Fehlgeburt die Entscheidung für ein Kind erleichtern zu können. Die Zulassung der PED wäre kein Dammbruch, denn es geht um wenige hundert Fälle im Jahr. Sie würde Deutschland an die Seite unserer europäischen Nachbarn führen, die zum Teil seit Jahrzehnten verantwortungsvoll mit der PED umgehen. Die zutiefst menschliche Frage in unserem Antrag ist es, wie wir damit umgehen, wie eine mit einer Frau umgehen, die vor dem Dilemma steht, sich ein Embryo einpflanzen zu lassen, dessen Entwicklung möglicherweise mit einer Totgeburt endet. Es geht bei dieser Frage nicht um Selektion. Es geht bei dieser Frage nicht um Lebenswert. Es geht bei dieser Frage um Lebensfähigkeit. Und diese Frage nach Lebensfähigkeit muss dieses Hohe Haus hier und heute auch beantworten. Es ist eine Abwägung zwischen den eigenen Prinzipien und der konkreten Situation der betroffenen Frauen. Es ist eine Abwägung zwischen Empathie und Verantwortung für die betroffenen Paare und dem nötigen Respekt vor ungeborenem Leben. Wir müssen das Leiden der betroffenen Frauen ernst nehmen. Wir dürfen nicht auf dem eigenen Standpunkt beharren und an den eigenen abstrakten Prinzipien festhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leiden einer Frau, deren erstes Kind im fünften Lebensjahr verstirbt, die einen ersten Abbruch nach einer Pränataldiagnostik verkraften musste und zwei Jahre später einen weiteren Abbruch nach Pränataldiagnostik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Leiden der Frau ist ganz konkret. Und deshalb plädiere ich dafür, diesen Frauen auch ganz konkret zu helfen. Dieser Wille zu helfen, die Ethik des Helfens darf nicht verdecken, vor welcher folgenschweren Entscheidung wir heute auch stehen. Es geht um die Frage, inwieweit die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik nicht etwa vielleicht eine fundamentale Abkehr von der Grundidee, vom Prinzip der Menschen- und Grundrechte bedeutet. Denn diese gelten nach unserem bisherigen Verständnis unveräußerlich, sie gelten unteilbar und sie gelten universell. Wenn wir zulassen, dass der Gesetzgeber sich selbst oder ein Gremium, ein Expertengremium oder eine Ethikkommission dazu ermächtigt, Wertungsentscheidungen vorzunehmen, welches Leben mehr oder weniger zu achten und zu schützen ist, für welches Leben, für welches menschliche Leben diese Bedingungen gelten, für welches menschliche Leben jene, für welche Menschen die Grundrechte bedingungslos gelten und für welche Menschen die Grundrechte unter Bedingungen gelten. Und das alles aufgrund von im Menschen selbst angelegten genetischen Dispositionen, Alters- oder Entwicklungsstufen. Dann gelten eben die Menschen- und Grundrechte nicht mehr unveräußerlich, sondern dann sind sie abhängig von Bedingungen und von Willensentscheidungen. Aber wir sagen immer, jeder Mensch ist individuell. Und ich glaube, nach so einer Erfahrung ist auch jeder Mensch individuell fähig zu entscheiden, ob er diese Belastung nicht bloß bei einem behinderten Kind, sondern auch bei einer Totgeburt oder bei einem schwierigen Schwangerschaftsverlauf, ob er die noch einmal auf sich nehmen kann. Sie sitzen dann mit den Paaren zusammen und dann kommt die Diskussion auf. Ja, in Belgien, da hätten wir Möglichkeiten gehabt. Und ich sehe nicht ein, dass ich, damals war ich noch nicht im Deutschen Bundestag, dass ich diesen Paaren diese Hilfe nun verweigern soll.
Wenn Sie diese Geschichten erleben, dann kann man mit großer Überzeugung sagen, dass hier sehr verantwortungsvoll gehandelt wird. Und wir machen ein Gesetz für wenige hundert Menschen, nicht für die Allgemeinheit. Und ich werde diesem Gesetz deshalb zustimmen, weil es nicht das ist, was es oftmals dargestellt wird, eine unbeschränkte Zulassung der PID oder was anderes, sondern wirklich nur in ganz speziellen Fällen. Eine befruchtete Eizelle ist der Beginn menschlichen Lebens. Aber wir wissen auch, nicht jede befruchtete Eizelle wächst zum Menschen heran. Nur etwa 30%, das ist das Ergebnis, was wir in den Anhörungen gehört haben, nur 30% der Eizellen nistet sich ein, wächst zu einem Embryo, wächst zu einem menschlichen Leben heran. 70% stirbt ab und wir können diese Embryonen in keiner Weise schützen. Das heißt doch für uns, die befruchtete Eizelle braucht die Einnistung in die Gebärmutter. Sie braucht die Mutter. Der menschliche Embryo ist nicht autonom lebensfähig. Wir können nicht autonom über dem menschlichen Embryo Rechte zuweisen, weil er ohne Mutter nicht lebensfähig ist. Ich meine, es gibt ein Recht darauf, sich ein gesundes Kind zu wünschen. Und wir als Gesellschaft haben auch die Pflicht, diesen Menschen die Möglichkeiten des medizinischen Fortschrittes zu eröffnen. Für mich hat das Eintreten für die Zulassung der PID unter strengen Auflagen auch etwas mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue darauf, dass die für die Zulassung verantwortlichen Experten der Ethikkommission, die behandelnden Ärzte, die hoffnungsvollen Paare verantwortungsvoll und sorgsam mit diesem Diagnoseverfahren umgehen. Vielfach wird die Sorge geäußert, dass die PID Menschen mit Behinderungen an den Rand der Gesellschaft drückt. Ich sage dagegen, wir haben, jeder Einzelne, auch von den hier Versammelten, hat es mit in der Hand, dass Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich zu unserer Gesellschaft gehören. Es ist immer gut, wenn die Arbeit einer christlich-liberalen Koalition auch von der Opposition gelobt wird, besonders wenn das Lob auch zu Recht erfolgt. Wir fühlen uns einer humanitären Flüchtlingshilfe verpflichtet. Aber ich möchte auch im Hinblick auf das, was die Vorrednerin gesagt hat, auch klarstellen, Betroffenheitspolitik hilft den Menschen nicht. Die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen gehen, wie ich finde, sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Rückführungen um. Rückführungen werden ausgesetzt, wenn sie nicht vertretbar sind. Das gilt für Syrien ebenso wie für Griechenland. Das Bundesministerium des Innern hat etwa alle Überstellungen nach der Dublin-II-Verordnung nach Griechenland ausgesetzt, Kollege Winkler. Hier hat es die volle Unterstützung auch der FDP-Bundestagsfraktion. Und damit wird die schwierige Situation berücksichtigt, die in Griechenland gerade für Asylbewerber auch besteht. Der Staat hat das Recht und auch die Pflicht, Zuwanderung mit den ihm hierfür zur Verfügung stehenden Mitteln zu regulieren und zu kontrollieren. Gleichwohl stehen wir auch für eine humanitäre Zuwanderungspolitik auf Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts. Das bedeutet natürlich auch für ein rechtsstaatliches und gerechtes Asylsystem. Die Europäische Union geht mit Unterstützung der Bundesregierung hier den Weg, der tatsächlich zu einem gerechteren und effizienteren Asylsystem führen wird. Bis 2012 soll ein gemeinsames Asylsystem entstehen. Ein zugegeben straffer Zeitplan, aber wenn es um vernünftige und gemeinsame Standards für Flüchtlinge in der gesamten EU geht, dürfen wir ruhig sportliches Engagement zeigen. Der XX-Aufschwung setzt sich megamäßig fort. Die Rekordmarke vom letzten Jahr mit 3,5% können wir dieses Jahr wieder erreichen. Schwarz-Gelb sorgt dafür. Der XL-Aufschwung ist extra stark und extra lang. Das ganze Land freut sich. Wir können stolz darüber sein, dass unsere fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dies möglich machen. Wir können stolz darauf sein, dass unsere erfolgreiche Industrie, Mittelstand, Handwerk dies möglich machen. Wir können stolz sein, dass unser Land es erreicht, nur die Opposition miesepetert vor sich hin. Herr Gabriel hat noch im letzten Jahr schwadroniert von der Abschwungsspirale der schwarz-gelben Regierung. Das Gegenteil ist der Fall. Schnellstraße zur Vollbeschäftigung. Deutschland wird Vollbeschäftigungsland, auch wenn Sie schreien, das ist die Realität. Wir belegen das. Deutschland hat noch nie so viele Menschen in Beschäftigung gehabt wie jetzt. 40,9 Millionen Arbeitsplätze gab es noch nie in Deutschland.
werden nächstes Jahr mit 41 Millionen alle Beschäftigungsrekorde brechen. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit 30 Jahren in Deutschland nicht mehr. Das Erfolg einer gemeinsamen Anstrengung und einer gemeinsamen Politik. Schwarz-Gelb macht Vollbeschäftigungspolitik. Grün-Rot war Massenarbeitslosigkeit. Schwarz-Gelb ist Vollbeschäftigung. Das ist der Unterschied. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen belief sich im Juni 2011 auf 6,9%. Das ist zugegebenermaßen noch nicht Vollbeschäftigung, aber der Trend nach unten ist ungebrochen und da ist noch einiges drin, das will ich hier sehr deutlich auch sagen. Im Rechtskreis SGB II, da müssen wir arbeiten. Das waren 2.080.000 Menschen, die da in Langzeitarbeitslosigkeit sind. Aber, und da will ich Sie mal darauf hinweisen, auch das sind 4% weniger als im Vorjahr. Zugegebenermaßen nicht die Dynamik wie im Rechtskreis SGB III, aber die Probleme der Menschen, die langzeitarbeitslos sind, sind natürlich auch etwas komplexer und die müssen angegangen werden, indem wir zum Beispiel in die Qualifikation und die Weiterbildung dieser Menschen investieren. Ich nenne Ihnen jetzt mal die nackten Zahlen, Weiterbildungsausgaben, Rechtskreis SGB II und SGB III und auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen parallel dazu. In 2005 waren die Ausgaben für Weiterbildungsförderung 2 Milliarden Euro. 2,002, um ganz exakt zu sein. In 2011 ist der Soll für das gleiche Aufgabengebiet Weiterbildung, Frau Kollegin Hagedorn, Sie müssen es eigentlich wissen als Haushälterin, 3,076 Milliarden Euro, mithin 1 Milliarde Euro mehr als noch in 2005. Wir wissen, das Abspeichern von CO2 im Untergrund bereitet vielen Bürgern Sorge. Daher schaffen wir mit diesem Gesetz auch keine Fakten. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf setzt einen Rechtsrahmen für die großtechnische Erprobung. Deshalb wird erstens in einem genau begrenzten Umfang und zweitens zum Zwecke der Demonstration das Speichern von CO2 im Untergrund zugelassen. Ich finde es schon unverfroren, wie sich Herr Mirsch von der SPD hier hinstellt, sich aufplustert, uns erzählen will, was man alles hätte besser machen können. Es war ein roter Umweltminister, der in der letzten Wahlperiode es nicht geschafft hat, ein Gesetz zur Umsetzung der CCS-Richtlinie durch den Deutschen Bundestag zu bringen. Der ist jetzt Ihr Parteivorsitzender und Sie haben es nicht hinbekommen. Und Sie haben es ja nicht mal hinbekommen. Sie sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die zu dieser Debatte keine Vorlage hier vorgelegt hat, weil die SPD-Fraktion offensichtlich nicht weiß, ob das, was Herr Mirsch erzählt, auch das ist, was die SPD-Fraktion denkt, meine Damen und Herren. Es gibt in Deutschland immer schnell Koalitionen zum Nein sagen. Die gehen über die Parteien hinweg. Immer vor Ort sagen wir Nein. Und ich frage mich, ob es nicht mal Zeit ist, in Deutschland nicht nur über die Risiken zu reden, sondern auch die Chancen von Technologien. Weil wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der in der Tat den Instrumentenkasten aufräumt und alleine dadurch die Arbeitsmarktpolitik besser machen wird, mehr Menschen in diesem Land Chancen geben wird, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Perspektive zu haben. Und das ist die Politik unserer Regierung. Was Sie da machen, ABM wieder einführen und die Jugendarbeitslosigkeit schlecht reden, das ist in meinen Augen alles, aber keine verantwortungsvolle Politik. Ich glaube, wir tun richtig daran, dass wir die uns nun mal auferlegte Aufgabe, nämlich für adäquate Bezahlung der Abgeordneten zu sorgen, auch selbstbewusst und von vorne, wie ich es sagen würde, verteidigen. Herr Wiefelsputt hat richtig gesagt, die Erhöhung ist angemessen, sie sichert Unabhängigkeit, sie sichert aber auch, dass wir vielleicht nicht auf Ideen kommen, von anderer Seite entsprechend uns noch in zu viel Tätigkeiten zu ergehen. Oft wird gesagt, Parteien, das sind verfilzte Organisationen mit mangelnder innerparteilicher Demokratie, das sind Hinterzimmer. Entscheidungen, die können nicht transparent gemacht werden. Die repräsentative Demokratie gerät unter einen gewissen Verdacht. Wenn Sie aber sehen, wer in Italien, wer in den USA, wer in anderen Ländern dieser Welt wirklich dann auch Mandate erringt und welche persönlichen Voraussetzungen er erfüllen muss, wie viel Geld er sammeln muss, wie viel Spenden er einwerben muss und welche Voraussetzungen er im persönlichen Bereich mitbringen muss, dann leisten unsere Parteien, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Dienst
bei der Rekrutierung des politischen Personals. Auch das will ich einmal selbstbewusst an dieser Stelle sagen. Zwischen 1999 und 2008, also innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren, hat es eine Zunahme von Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte von über 30% gegeben. Das ist eine unglaubliche Steigerung, die wir dort haben. Und alle wissen, dass das danach, nach 2008, nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil noch mehr geworden ist. Der Verfassungsschutzbericht hat gerade deutlich gemacht, dass die Gewaltbereitschaft bei den Extremisten beider Lager, links wie rechts, noch einmal erheblich gestiegen ist. Und diejenigen, die es auszubaden haben, sind die Polizeibeamten. Auf die allgemeine Entwicklung antworten wir mit einer Erweiterung des Strafrahmens. Insgesamt ist die Botschaft, die meine Fraktion heute Abend an die Polizeibeamten sendet, wir unterstützen sie in ihrem Dienst. Wir nehmen es nicht hin, dass sie zunehmend Opfer von Gewalt werden. Und deshalb nehmen wir diese Änderungen vor. Wir halten fest, dass Lobbyarbeit dann erfasst werden soll, wenn sie entweder zu einem bestimmten zeitlichen Rahmen oder einen bestimmten zeitlichen finanziellen Rahmen überschreitet. Da frage ich mich, was sind das für Kriterien? Was sind das für Kriterien? Sie sind beide übrigens auch falsch, weil sie sind willkürlich gewählt und sie zielen, und das ist natürlich die Zielrichtung Ihres Antrages, vor allen Dingen auf unternehmerisch tätige oder verbandlich organisierte Lobbyisten ab. Aber wir haben natürlich, wenn man den Lobbyistenbegriff, denn wenn man ihn wirklich ernst nimmt, eine Vielzahl von Lobbyisten. Und wenn man es so will, sind wir alle auch ein Stück weit Lobbyisten für das Volk. Denn wir sind hier gewählt und sind Interessenvertreter und deswegen sicherlich auch Lobbyisten im guten Sinne für das Volk hier im Parlament. Wir haben jetzt einen Antrag formuliert, der meiner Ansicht nach auch genau das auf den Weg bringt, was den Heimkindern am Herzen liegt, was uns als Aufarbeitung am Herzen liegt, nämlich den Auftrag an die Bundesregierung zu handeln. Obwohl keine Rechtsansprüche mehr bestanden, haben wir gesagt, es muss hier eine Grundlage, eine gewisse Entschädigung zu schaffen, geschaffen werden. Das wird der Fall sein. Und ich bin ganz sicher, dass auch eine Finanzierungslösung so gefunden wird, dass sie praktikabel ist.